Heute haben wir viel erlebt. Wir haben Beerscheba besucht mit Abrahams Brunnen. Wir sahen die Negev-Wüste. Wir sind jetzt hier in einem Wüstencamp und ich habe den Luxus, ein eigenes Zimmer für mich zu haben. Ich wurde hier wirklich wie Sand gestrahlt von Gott. Er hat mir einfach gezeigt, was er noch an mir arbeiten will. Ich dachte, die Themen wie vergleichen und nicht genügen und ja, ich bin immer das Schwächste, das schwarze Schaf in der Gruppe oder so und alle müssen auf mich Rücksicht nehmen. Todesgedanken, Gedanken des, warum bin ich überhaupt gekommen hierhin? All diese Dinge hatte ich eigentlich längst hinter mir gelassen und in den letzten Tagen schon vor der Reise ist ein paar Sachen wieder gekommen. Kennst du das? Etwas, wo du meinst, es ist eigentlich abgeschlossen. Und so habe ich auch, wir mussten heute ein bisschen länger warten, bis wir dann das Zimmer beziehen konnten und diese Warterei. Auch im klimatisierten Bus war dann einfach nach all dem Programm von heute wie zu viel. Ah, wir haben auch noch das Ben-Gurion-Grab besucht. Und als ich dann endlich dran kam, ich spürte schon, es wird immer schlechter mit mir. Ich habe dann schon in Zungen gebetet, aber habe mich dann wieder ablenken lassen. Und dann habe ich vor dem Veranstalter, also vor dem Reiseveranstalter und einer Schwester im Glauben, dann geheult hier, als ich das Zimmer sah. Ich habe so viele Lügen, die ich jetzt gar nicht mehr wiederholen möchte. Oder vielleicht einfach ein Teil konnte wie nicht mehr beten, hatte wie eine Decke auf dem Kopf und dachte, wenn nur meine Freundin Petra kommen würde. Und Gott hat sie hingeschickt. Wir haben zusammen gebetet. Ich habe erkannt, wenn ich sage, ich bin schwierig für alle, zwanghaft, was heißt, ich bin. Ist der Name Gottes. Also ich sollte ihn nicht in solche Dinge reinziehen. Ich soll nur Gedanken über mir haben, die er auch hat. Und das sind Gedanken der Freude und nicht des Leides. Ich soll mich nicht immer sehen, wie ich einmal sein werde, sondern im Hier und Jetzt annehmen, ob wir dann jetzt Zwang sagen oder was auch immer ich habe. Im Hier und Jetzt ist Gott. Ich bin nicht mehr, das ist so wie das hier. Das ist, wie ich war. Das ist, wie ich sein werde. Und das ist, wie ich aktuell bin. Kannst du sehen, war, bin, sein werde. Und Gott ist ein Gott des Ich Bin. Er ist jetzt ein Gott der Gegenwart, natürlich auch der Vergangenheit und der Zukunft. Aber ich bin. Ich bin geliebt, ob ich jetzt zwanghaft bin, was auch immer. Ich spreche das jetzt nicht über mir aus. Ich bin angenommen. Und es ist okay, ein Einzelzimmer zu haben. Es ist ein Geschenk Gottes, selbst wenn andere im Zelt schlafen müssen oder zu dritt in einem Zimmer sind. Ich durfte das lernen, dass es ein Geschenk ist. Ich darf hier lernen, to receive, I receive, mehr auf dieses Empfangen. Obwohl ich immer wieder alles abgebe an Gott und auch so Gebetseinsätze und so, weil ich mir nichts auf Werke einbilde. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter Gnade, ich muss nicht leisten, ich darf Maria sein, die einfach empfängt. Habe ich mich schon wieder dabei ertappt, dass ich mich einfach gut fühle, wenn ich anderen helfen kann und so wie das schwächste Glied in der Kette, wenn es mir nicht optimal geht und die anderen das mitkriegen. Ich bin gespannt, was Gott noch alles tut, zumal er gesagt hat, dass er mich hier heilen wird. Ich habe mir natürlich ganz andere Dinge vorgestellt. Übrigens, die Lärmempfindlichkeit, gestern hat man für mich gebetet, ist massiv zurückgegangen. Massiv. Halleluja. Gott hat mir ein Bild geschenkt, dass ich auf einem Felsen stehe und auf die Wüste sehe. Und Wüste ist nichts Negatives, weil Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo der Teufel ihn versuchen konnte. Wüste ist, da ist keine Ablenkung. Heute haben wir auch noch gehört, Gott hat doch zu Abraham gesagt, ich werde dich in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Da denken wir Milch, Honig. Und da hat uns der Reiseleiter erklärt, dass Honig aus Datteln gewonnen wird und die haben tiefe Wurzeln, Pfahlwurzeln, die an die Quelle gehen. Und die Tiefe, das sollen wir auch. Und die Milch, das ist dann von Ziegen. Genau, weil. Ich weiß nicht, wie du dir Israel vorstellst, aber es war immer schon Wüste. Palästina, wie das mal auch hieß, das ist Wüste. Und das hat auch damals Ben-Gurion, der den Staat Israel am Schabbat ausgerufen hat, als er gegründet wurde, erkannt. Wir müssen die Wüste nutzen,
die Wüste, weil Israel hat ganz viel Negev, viel Wüstenland gekriegt. Halleluja. Was ist deine Wüste? Was hat Gott jetzt gerade mit dir vor? Ich wünsche dir, dass du bei der Wüstenwanderung auch einen Menschen hast, wie ich es hatte, der dir sagt, auch im dunklen Tal ist Gott bei dir. Finsternis ist auch bei Gott nicht finster. Halleluja, sei gesegnet.